Hallo meine Lieben, wir sind zurück, schon das zweite Mal in dieser Woche, ja, und ihr seht es hier, ich habe mich am Finger verletzt vorhin, als ich meine Filmlampen aufgebaut habe. So ist das. Was heute auf euch zukommt, das erfahrt ihr nach diesem Intro. Viel Spaß! Ja, hallo, da sind wir wieder. Heute am 6.5. Ich war gerade total konfus. 2021. Ja, nach zwei Tagen sind wir schon wieder zurück. Und was ein Zufall, gestern hat uns ein Paket erreicht. Da kommen wir aber gleich drauf. Und eigentlich war das jetzt um diese Uhrzeit gar nicht geplant. Aber wir haben totalen Internetausfall bei uns. Und dann habe ich meinen lieben Arbeitskollegen gesagt, liebe Grüße übrigens in die Schweiz, ich kann gerade nichts machen. Also drehen wir das nächste Motodate-Video. Und wie immer mit dabei meine wundervollen, allseits geliebten und fantastischen Töchter. Sagt mal hallo! Ach, es ist so schön. Übrigens, vielen, vielen, vielen Dank für die ganz, ganz tollen Kommentare hier auf YouTube und auf Facebook. Also, ich warte und die persönlichen Nachrichten vom letzten Unboxing-Video vom Vintage Spider. Also, ganz ehrlich, es ist das Schönste, wirklich zu hören oder zu lesen, wie viel Freude ihr damit hattet. Ey, vielen, vielen, vielen Dank. Das hat mir so gut getan. Danke an euch. Also ganz, ganz großartig. Ich bin immer noch total gerührt. Und umso mehr freue ich mich natürlich auch, oder wir, dieses Video zu machen. Und es kam ein Paket an, gestern schon. Und das Ganze kam von meinem Lieblings-Online-Laden Space. Das packen wir jetzt gleich auf und dann gucken wir, was da drin ist. Und da gibt's vielleicht, da könnt ihr mir das gleich, wenn wir es gleich auspacken, mal unter die Kommentare schreiben, eine Special-Folge. Ich weiß gar nicht, wo mein Messer ist. Wir haben ein bisschen rumgewurschtelt bei uns und habe das Messer ab und zu mal gebraucht, aber dann nehmen wir halt eine der Scheren. Das kriegen wir schon auf. So, jetzt gehe ich mal ein bisschen zurück und wir legen einfach gleich los. So, kannst du mal den Hocker noch holen? Dass wir das da draufstellen können. So, meine Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Und bei uns ist ganz viel Regen. Regen ist angesagt. Aber das ist gut, denn die Natur braucht es wirklich. Es ist dringend nötig, dass wir hier ein bisschen Regen haben. Sonst wird das alles noch viel mehr chaotischer. So, jetzt kann ich das ganze Ding nämlich mal hier hinstellen. Das hatten wir jetzt natürlich in der Spontanität, hatten wir das gar nicht so bedacht, dass wir vielleicht Hocker brauchen. Jetzt machen wir das Ganze auf und dann gucken wir, was da drin ist. Und wir sehen, einmal Moto Origins, kommen wir gleich drauf. Nochmal Moto Origins, kommen wir auch gleich drauf. Jetzt machen wir erstmal das Goodie Bag auf, denn ich habe gehört, der liebe Sven hat mir hier etwas ganz Besonderes reingepackt, aber nicht für mich. Ist das vielleicht für euch? Da gucken wir doch einfach mal rein. Wahrscheinlich ist da auch eine Rechnung drin, aber da soll was ganz Besonderes drin sein. Und das, meine Lieben, das ist jetzt eine Premiere. Und zwar... Also, habt ihr das eigentlich schon mal gesehen? Die haben innen drin ihre Space-Logo. Das ist total crazy. Also richtig cool. So. Also. Wir gucken mal. Es ist natürlich wie immer dabei I Love Space-Figuren und I Believe in the Power of Grayskull. Dann haben wir ein Ultra Trash Flyer dabei. Ultra-Trash.com könnt ihr ziemlich coole T-Shirts bestellen, wenn ihr auf sowas steht. Und es gibt sogar 10% Rabattgutschein bei denen. Finde ich eine coole Sache, dass Space die unterstützt.
Dann haben wir wieder ein vom Collector's Apartment, ein May the Fourth be with you. Wäre eigentlich rechtzeitig angekommen, also tatsächlich war, aber ich habe es halt nicht geschafft, das auszupacken. Mit Mother Jade drauf. Ja, cool. Wir haben die neue Postcard Collection. Die ist so süß und da habe ich mich so drauf gefreut. Das ist so süß gemacht. Und zwar ist das von dem guten. Wo steht's? Ryan Dana Toy Photography. Könnt ihr mal gucken? Geht mal bitte zu Instagram. Hier unten bei Cover steht's Ryan Dana Toy Photography. Ja? Einfach mal drauf. Aufs Instagram-Profil von dem guten Profil. Und ein Like hinterlassen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr den ein bisschen unterstützt. Und vom letzten Monat. Vom letzten Monat von der Postcard Edition und das ist von Pizzacat 17 hier. Godzilla vs. Kong. Wer hat den übrigens schon gesehen? Ich habe ihn mir reingezogen. Schreibt mir mal eure Kommentare über Godzilla vs. Kong. Können wir auch mal ein bisschen drüber reden, okay? Hier, zeige ich euch auch mal. Bitte aufs Instagram-Profil gehen und Pizzacat 17 liken. Aha, ja, fantastisch. So, gepackt hat das Ganze die liebe Sabine. Vielen Dank fürs schöne Packen. Thank you so much. Und hier ist meine Rechnung. Aha. Da kommt immer was zusammen. So, und jetzt kommt nämlich das Special. Und zwar... Demnächst bekommt Space auch ihre Castle Grayskull. Wer das letzte Video gesehen hat, wer sich gewundert hat, mal ganz kurz, muss ich mal ganz kurz erklären. Ich werde von Space nicht bezahlt und ich habe ganz normal meine Rechnungen, die ich auch bezahle. So. Ich finde den Laden halt einfach geil. So. Ich wurde oft gefragt, so, Tobi, wann kriegt Space das? Ich arbeite nicht dort. Ja, ich kriege auch kein Geld. Aber ich kenne den Sven einfach gut und wir verstehen uns sehr gut und ich verstehe mich auch mit anderen gut. Und jedenfalls habe ich natürlich auch immer wieder bei Sven nachgefragt, wann kommen denn die nächsten Origins? So, wer das Video vom letzten Freitag gesehen hat, der weiß warum. Space kriegt halt Mengen. Die kriegen nicht mal so 15 Stück oder 10 oder 20, die kriegen viel. Die haben mittlerweile eine ganze Halle voll. Guckt euch dieses Video an. Und deswegen sagt Mattel halt auch, ey, bevor wir denen jetzt irgendwie 5 schicken oder so, und das, was ihr in diesem Video seht, das ist nur eine Teillieferung. Sven hat gesagt, 30-40%. Und das, da bläst ihr den hinweg. Jedenfalls, das kann ich euch schon mal anteasern, alle, die eine Castle Grayskull bestellt haben, kriegen von den Summon-Stickern von Space Figure, und die sind jetzt von meinen Mädels, ich muss noch warten, einen neuen Holo-Sticker. Und zwar von der Sorceress. Ich muss mal gucken, ob ich das hier so hinkriege. Guckt mal. Das sind die Holo-Sticker, die Sammelsticker von Space-Figuren. Die kriegt ihr auf alle Fälle mit, wenn ihr die Castle Grayskull, die sind so cool, wenn ihr die Castle Grayskull von den Origins bei Space bestellt habt. Und da ist die Origins Sorceress drauf. Special Edition nur für Castle Grayskull-Besteller. Tja, hättet ihr mal bei Space bestellt, nicht wahr? Bitteschön, Mädels. Wie sagt man? Sven, das Danke ging an dich. So, bevor wir jetzt aber weitermachen mit den Origins, ist da drin nämlich auch noch was. Und ich bin so froh, dass ich keine Zeitung mehr kaufen muss. Nein, das möchte ich euch nämlich auch zeigen, denn, aber das gucken wir uns heute nicht an, ich will es euch nur mal zeigen. Ihr wisst ja, ich bin ein unglaublich großer Mondo-Fan. Und wir haben uns die beiden Mondo. So. Die beiden Mondo Masters of the Universe Puzzles von den Artworks von He-Man und Skeletor gegönnt. Die haben 1000 Teile. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie wir das hier alles zusammenkriegen. Ich zeige es euch mal, da ist jetzt natürlich eine Folie drauf. Ah, warte mal, die könnten wir ja eigentlich wegmachen. Dann seht ihr es besser. Das machen wir jetzt noch. Diese Zeit muss sein. Oder, Mädels? Ja. Dann sehen das unsere Zuschauer ja auch ein bisschen besser. Jetzt ärgere ich mich natürlich, dass ich mein Messer nicht habe. Und ich habe einfach mal eine Frage an unsere Zuschauer. Sollen wir, und das kann natürlich auch nach hinten losgehen, sollen wir diese Puzzles
in einem Timelapse-Video aufbauen. Wollt ihr uns da zugucken, dann würden wir das am Küchentisch machen, weil ich glaube, mit 1000 Teilen, denn die Teile sind so klein, sind die Puzzles dann doch schon ordentlich groß. Wir wissen aber halt überhaupt nicht, wie lange das dauert. Das ist aber auch. Und von daher wäre das erstmal ein Experiment. So, ich kann euch jetzt schon wieder sagen, absolut abgefahren. Die Qualität des Kartons ist schon total crazy. Also, das kennt ihr, das ist das Artwork. Hier hinten ist es auch nochmal drauf. Dann steht hier Artwork bei Florian Breitmar. Liebe Grüße, Florian, übrigens an dich. 20x28 Zoll 1000-Piece Premium-Puzzle. Und hier die Seite ist auch super cool gemacht. For Ages 12+. Sehr schön, oder? Guckt euch mal an, wie das aussieht. Ich finde das grandios. Guck mal hier. Genial. Und jetzt gucken wir einfach mal ganz kurz rein, wie das aussieht. Es ist auch noch ein geniales Poster dabei. Was ist das genial? Schaut euch das an. Das wusste ich nicht. Alter. Boah, hat sich schon wieder gelohnt. Ja, hier sind die Puzzleteile drin. Das lassen wir auch mal. So, ja, das ist ja mal grandios. Na, ich würde sagen, Papa, da musst du wieder Rahmen kaufen und dann werden wir das irgendwo mal aufhängen. So, das war das eine. Großartig. Wunderschöne Boxen. Also alleine die... Alter. Alleine die Boxen sind qualitativ... Ihr seht jetzt nicht, was ich mache, aber ich kriege diesen Deckel nicht drauf. Alleine die Boxen sind qualitativ. Die fühlen sich einfach gut an. Das gleiche zeige ich euch nochmal von Skeletor. Guckt mal. Großartig, oder? Also ich kann mir hier, das wird bestimmt brutal hier oder hier auch. Ne? Ja, Skeletor sieht dann so aus. Auch wahnsinnig cool mit dieser giftgrünen Schrift. Guckt euch das mal an. Unglaublich cool. Unglaublich cool hier auch. Artwork bei Florian Breitmar. 20x28 Zoll 1000 Piece Premium Puzzle bei Mondo. Ja, steht hier vorne auch nochmal drauf. Und auch das machen wir natürlich auf und gucken uns da mal das Poster an. Alter, das ist cool. Das wusste ich nicht. Großartig. Großartig. Wird definitiv gerahmt. Unglaublich genial. Wahnsinn. Und so habt ihr noch einen wunderschönen Artprint von Florians Arbeit. Finde ich fantastisch. Ja? Freuen wir uns da drauf. Also, meine Lieben. Schreibt uns mal rein, ob wir mit diesen Puzzles ein Timelapse-Video machen sollen und versuchen sollen, das mal als Experiment. Das würde uns interessieren. Hättet ihr da Lust? Ja. Na, dann gucken wir mal. Dann machen wir das. Wenn nicht, müssen wir am Wohnzimmertisch, also genau da, wo wir jetzt filmen essen. So, kommen wir zu den Origins. Aber davor muss ich erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Bei uns, ihr seht, ich habe eine Mütze auf, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ist ganz viel Regen. Mm. Eigentlich wollten wir uns eine heiße Schokolade machen und wir haben nicht mehr so viel Milch. Dann habe ich gesagt, mache ich mir einen Kaffee. Beziehungsweise die Hayley hat mir einen Kaffee gemacht. So, was haben wir hier? Ich muss jetzt mal gucken, ob mir da was fehlt. Also, da haben wir ein Nino, ein Stratos. Ein Hot. Ach, die waren offen, glaube ich. Die haben sie nur da reingepackt. Okay, wir haben hier, da steht nur Stratos und Hordak drauf. Jetzt machen wir einfach mal auf. Und etwas für meine kleine Tochter ist nämlich auch noch mit dabei. Denn uns ist ein Lapsus passiert. Unser lieber Hund, der hat letztens gemeint, er muss mit Scarecrow spielen. Ein Rottweiler. Und für einen Rottweiler sieht Scarecrow eigentlich noch ziemlich gut aus. Hol ihn mal. Und natürlich gab es dann einen neuen Scarecrow für meine Tochter zum Auspacken. Tada! Bitte schön, den kannst du mal halten, aber den lassen wir drin, weil meine kleine Tochter will nämlich ihr eigenes Video machen. Das werden wir aber nur für uns behalten. Von daher, sorry Leute, das werdet ihr nicht sehen. Und wir haben hier, da ist er. Wir haben hier Stratos drin. Und den gucken wir jetzt mal an. Guck mal, ich zeige euch. Also für das, dass ein Rottweiler damit gespielt hat, ich habe halt einen sehr geilen Rottweiler. Na guck mal, der sieht doch eigentlich noch ganz gut aus, oder? Also Jackie hat so ein bisschen drauf rumge... aber ganz zart, ne? So, also den werden wir jetzt für einen Customizer bei eBay reinstellen mit Originalplister und so. Den könnt ihr demnächst mal bei eBay oder bei Kleinanzeigen oder was weiß ich wo.
Muss mal gucken. eBay hat ja jetzt so diese dummen Zahlungsweisen da neu gemacht. So, hier sind zweimal Stratos. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, welchen wir aufmachen, weil einen machen wir auf für die Mädels und einen behalten wir. Ja, das ist, kann eigentlich nur der aufmachen. Jetzt muss ich mir aber nur mal das Gesicht angucken. Ja, den machen wir auf und der hat auch das perfekte Gesicht. Wir gucken uns aber hier beim Perfekten einfach mal die Karte an, wie wir das kennen. Wir haben hier eine, ja, schöne, klassische Karte. Unpunched, Stratos, internationale Karte natürlich. Wir haben den Untertitel nicht mit dabei. Includes Comics. Und da steht er drin, der Stratos. Und er ist hier tatsächlich sehr schön. Er hat ein perfektes Gesicht. Ich zeige euch nachher gleich das andere Gesicht. Ja, so steht er drin. Hier unten ist er auch gut. Der andere zeige ich euch gleich. Er hat einen leichten Band. Das ist halt einfach, ja, den Karten geschuldet. Und wir haben hier das Artwork. Und das Artwork ist großartig. Wir haben Stratos. Der Avian Staff ist hier auf der Seite dann auch noch mit im Hintergrund. Mit seinen Gefolgsleuten auch den Minicomic-Stratos, den Alcala-Stratos quasi noch mit dabei. Und ganz da hinten haben wir den großen Traum, der vielleicht für uns alle bald in Erfüllung geht. Ein Eternia steht da im Hintergrund. Der Central Tower, der Schlangenturm und der Grayscale Tower, man sieht sie. Man sieht sogar ganz leicht die, ja, die Bahn zwischendrin. Großartiges Artwork, hier unten die Hütten mit dabei. Also guckt euch diese Artworks an, die sind fantastisch. Diese Kunst ist einfach unglaublich. Ja, hier haben wir die Action Features, muss vielleicht darum gehen. Hier haben wir die Action Features. Man kann ihm seine Dinger anklipsen und man kann ihn natürlich bewegen. Ein bisschen Cross-Cell Art ist mit dabei. He-Man, Stratos, Hordak, Skeletor, Triclops und Ninjor. Und ein bisschen Verbrauchertexte. Ja, so wie wir das kennen. Wunderschöne Karte, wunderschöne Figur. Der bleibt meiner, der kommt in Zora Case. Und den machen wir auf. So, dann gucken wir einfach mal. Wie gehabt beim Aufmachen, ich zeige euch mal ganz kurz, vielleicht seht ihr hier, der hat ein bisschen über die Nase drüber gemalt. Könnt ihr das erkennen? Moment. So, seht ihr das? Der hat so ein bisschen in die Nase reingemalt. Das haben wir sehr oft. Der andere war perfekt und er ist hier unten ein bisschen gebandet. Das könnte man aber rauskriegen, wenn man es in Zora Case eh packt. Ja, aber wir machen den auf. Hier haben sie wieder dieses Luftloch und ihr macht die Figuren so auf, dass sie hier einfach reingeht. Das hier so ein bisschen anlöst. Vorsichtig. Oh, da ist aber feste drauf hier. Moment, ich muss das mal zu mir umdrehen, dann kann ich es auch einfacher. Genau. Und dann macht, das reicht schon so, dann holt ihr das Comic raus. Im Comic, ja, wie immer mit dabei, ist hier so eingeschlagen die Anleitung von Stratos. Wir gucken uns die natürlich auch an. Das heißt, hier sieht man, welche, ja, Möglichkeiten so rum ihr habt, wie ihr ihn auseinanderbauen könnt. Ich persönlich halte von diesem Mix und Match nichts. Das ist nicht mein Spielfeature. Ich glaube, für Kinder ist das ganz nett. Ihr müsst halt immer dran denken, wenn ihr viel mixt und matcht, dann die Packs, die nutzen sich halt ab und das wird halt irgendwann auch locker. Hier tatsächlich das erste Mal, dass ich den neuen Comic sehe. Ich blätter einfach mal durch. Ist natürlich super, super gut gemacht. Apropos Comic, habt ihr schon meine Hörspielvariante gehört. Ja, wenn nicht, verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. Könnt ihr mal reinhören. Lasst mal einen Daumen da bei Moto Fanfiction. Und vielleicht darf ich ja, es war ja sehr erfolgreich tatsächlich, vielleicht darf ich ja für die anderen Comics auch die Skripte schreiben. Wer weiß. Mal gucken, wenn die vertont werden. Muss ich den Alex mal fragen. Liebe Grüße übrigens an den Alex und an den Matthias. Ihr seid die Besten. Richtig cool. Also, über die Comics habe ich ja gesagt, werden wir auch bald noch ja, sprechen im Detail. Jetzt könnt ihr den nämlich einfach so da hinten rausziehen. Und wenn ihr das so macht, dann habt ihr eine super Karte. Finde ich gut. Ja, Stratos steckt hier drin. Ganz normal. Wir schneiden das hier auf. Diese Gummis sind natürlich echt grandios fest. Hier sind seine Flügel. Die würde ich einfach mal sagen, macht die mal auf. Und wir holen ihn raus. Und es ist immer wieder schön, eine Origins-Figur auszupacken, weil diese Figuren sind so großartig. So, Wendels weg. Wunderbar. Das ist super. Das packe ich gleich wieder rein.
Das packe ich auch gleich wieder rein, das Minicomic. Weil das können wir auch draußen lassen. Genau, hier ist Stratos. Und ich warte jetzt, bis die Haley, meine kleine Tochter, die Sachen... Also, es sieht fantastisch aus. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das ist da ein bisschen oben in die Nase reingemalt. Ja, mei, das ist jetzt halt mal so. Wir gucken uns den an. Er hat ein wunderschönes Gesicht. Ich bin, gehe voll mit. Passt super gut. Upsala. Eine fantastische Brille. Auch hier der, ja, Harnisch oder wie man auch immer man das nennen möchte. Ich finde, er ist super, super schön gearbeitet. Sehr detailreich. Das Gesicht auch, wie gesagt, der kleine Paint-Fehler. Das ist halt jetzt mal so. Kann man nichts machen. Ich finde die Hautfarbe, finde ich grandios. Gürtel ist super schön. Brauchst du das da? Ah, ne, es geht. Brauchst du es ein bisschen aufschneiden, aber pass auf, dass du nicht kaputt schneidest. Die Hose ist toll. Der Gürtel ist ja so ein bisschen matter. Jo. Ach ja, ich sage jetzt da mal nichts zu. Nee, es ist super. Bewegungspunkte sind natürlich gleich. Brauchen wir nicht drum rumreden. Das ist jetzt nichts Neues. Das muss ich euch nicht zeigen. Die sind super gut, die Gelenke. Fantastisch. Also das ist wirklich großartig, wie das da gemacht ist. Ich finde sein Backpack richtig schön gemacht. Also das Backpack ist richtig klasse. Finde ich großartig gelöst. Finde ich super. Hier nochmal das Gesicht. Eine fantastische Figur. Also viele haben gemeckert, dass er keine Waffen dabei hat. Tatsächlich, ich finde es nicht schlimm. Es ist ein Stratos und Stratos braucht für mich auch irgendwie keine Waffe. Klar wäre es schön, wenn er seinen Stab dabei gehabt hätte oder so. Natürlich, alles schön, brauchen wir gar nicht drum rumreden. Oh, ich sehe gerade, er hat ein bisschen krumme Finger. Das ist von der Verpackung einfach. Da ist ein Finger einfach nicht richtig drin und dann verbiegen die sich. Das kriegt man wieder gerade. So, geh mal her. Guck, die sind schon, sind die wieder gerade. Und jetzt sind auch die Flügel da. Dann klipsen wir die Flügel einfach mal dran. Ich weiß noch, wie das Geschrei groß war, als der WWE, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Charakter das ist, der die Flügel hatte, die so lose waren. Alter, die sind ganz schön feste. Nee, Quatsch, andersrum, oder? Nee. Als diese Flügel dann so weghingen, die Masters of the WWE Universe, die Teile, die dort für die Masters-Sachen gewartet, das sind recycelte Classics-Teile, das ist nicht das. Die sind richtig schön fest, da kann nichts passieren. Und jetzt mal ganz ehrlich, guck mal, Freunde, der sieht doch grandios aus. Super schöner Blue Wings Stratos, eine wahnsinnig tolle Figur. Ich finde ihn großartig. Wie findet ihr den? Gut. Der ist schön. Wow. Und dann kann er fliegen. Moment. Achtung. Und 1, 2. Hey. Gefangen. Super. Ja, schön. Schöne Figur. Super geil. Ich finde es klasse. So, jetzt finde ich nur mein Messer nicht mehr. Wo ist meine Schere? Ach, die hab ich euch rübergegeben. Machen wir gleich das nächste Paket auf. Da soll der Hordak drin sein und da müsste Hordak und Ninjor drin sein. Und zwar zweimal jeweils. Gucken wir rein. Haha, da sehe ich ihn auch schon. So, wann machen wir zuerst auf? Ninja oder Hordak? Hordak. Muss ich den Ninja ein bisschen auf die Seite legen? Dann machen wir erst den Hordak auf. Ja, Wahnsinn. Freunde, tada, Hordak ist in the house. Endlich, ich freue mich so. Ich habe mich so auf diese Figur gefreut und gewartet. Wir gucken, eigentlich ist es für mich jetzt schon klar, wenn ich nehme. Sind beide gut, aber hier ist der Aufkleber gerade drauf und der Kopf ist klar, es ist gerade. So, gucken wir uns auch den Hordak einfach mal an. Hier, ganz klassisch, schöne Karte. Das ist eure. Hordak steht drauf, wieder die internationale Karte. Hier steht er drin, guckt euch mal an. Ich finde ihn gut. Ich sag gleich was zu seinem Gesicht. Super schön. Schönes Horde-Logo. Auch da wird sich jetzt wieder beschwert. Ist nur ein Aufkleber. Mensch, Leute, seid doch mal ein bisschen zufrieden. Das ist eine coole Figur. Kommen wir hinten hier auch zum Artwork. Großartiges Artwork. Ein unscharfes Artwork, aber das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Ah, Moment.
Das ist halt immer das Problem. Ja, gut. Wir versuchen das einfach nochmal ohne Schnitt. Ach, herrlich. Ja, also, ich weiß, manchmal weiß ich auch nicht mehr, was ich machen soll. Ja, das ist ja furchtbar. So, jetzt haben wir es. Ja, also schönes Artwork. Hordak ist mit dabei, ja. Wir haben ja in dieser Visionsding Castle Grayskull, und zwar die Vintage Castle Grayskull, wenn ihr mal genau hinguckt, ja, vom Stil her. Wir haben Mantenna mit dabei, wir haben Leech mit dabei, wir haben einen Horde-Trooper mit dabei, zwei Horde-Trooper mit dabei, wir haben Chrysler mit dabei und wir haben Modulok mit dabei, und sie befinden sich hier, wenn ihr mal genau hinguckt, sie befinden sich in der Fright Zone. Und ich hoffe ja, dass die Fright Zone kommt. Hier ist der Drache, Schlange, wie auch immer. Ja, hier haben wir die Fesselbäume, hier sind die Geier mit drauf, da hinten sind die Fesselbäume mit dabei. Ein großartiges Artwork, und ich bin ja großer Horde-Fan. Und ich wünsche mir tatsächlich ja, die Fright Zone bei den Origins mit dabei. So, wir kommen zu den Action-Features. Er hat die ganz klassische Waffe, wie wir sie von der Vintage auch kennen. Und hier werden seine Bewegungspunkte gezeigt. Bisschen Cross-Sell-Art, jo, Verbrauchertexte. Wie gehabt, das Gleiche. Eine unglaublich tolle Figur. Und sie sieht tatsächlich im Blister grandios aus. Ich finde ihn super. Das Gesicht, wir kommen gleich drauf, wenn wir den Hordak jetzt auspacken. Und hier ist die Version, die wir jetzt gemeinsam auspacken. Hier seht ihr, der guckt da so ein bisschen schräg, und na, ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, so, das Horde-Logo ist ein bisschen schräg draufgeklebt. Ich denke, für den Auspacker, also die könnte man auch so behalten. Ja, die Karte ist super, da ist nichts gebogen. Super genial. Also die kann man aber, wenn ich einen gerade drin habe und habe das Logo gerade, dann nehme ich natürlich das. So, auch hier wieder gleiches Spiel. Wir grapschen da rein. Drücken das hier so an den Seiten so ein bisschen auf. Zack. Holen den Mini-Comic raus. Ist der gleiche. Brauchen wir nichts ändern. Auch das lasse ich dann bei denen dann drin. Das ist das Umgeschlagene hier. Legen wir dahin. So, und dann bin ich mal gespannt. So. Da ist er. Den holen wir jetzt natürlich noch ganz raus. Muss ich das mal durchschneiden. Einmal aufs Gesicht gefallen. So, bitteschön. Einmal auch rausholen. Das darf die Marilyn machen, bitte. So, Hordak kommt mit einem Mantel, der ist hier hinten so durchgeschoben. Das kennen wir auch von der She-Ra. Und ich finde es großartig, wie die eingepackt sind. Guck mal, die haben, deswegen sind auch die Finger auch verbogen, weil die nicht da richtig reingesteckt werden. Ne? Aber hier, die haben die Hände dann auch nochmal so geschützt. Also die sind bombenfest da drin. Ihr nehmt den einfach hier raus. Das sind auch noch Bändels. Moment. So. Ihr nehmt den einfach hier raus. Haben wir noch ein Band? Haben wir noch ein Band? Es, glaube ich, gibt keine Toyline, die ihre Actionfiguren so gut verpackt. Und zieht den Mantel hier einfach unten raus. Zack. Und dann habt ihr den Hordak. So, den packe ich jetzt aber erstmal hier. Das packe ich jetzt aber erstmal wieder zurück. Und dann machen wir das Comic wieder rein. Und dann seht ihr, warum ich die so aufmache, wie ich sie aufmache. Seht ihr da was? Nein. Sahne. Sahne. So, kommen wir zum Hordak. Oh, der sieht großartig aus. Das ist wieder da drin. Willst du das lesen? Na, bitteschön. Bitte. So, kommen wir zum Hordak. Ich finde den großartig. Und das, oh, das Gesicht ist auch gut. Es ist gut. Es ist gut. Ich komme gleich drauf, auf das, was viele stört, und ich gebe euch da vollkommen recht. Man hätte es besser lösen können. Aber es ist, wie es ist, Freunde. Was wollen wir machen? Ne? Aber es ist eine großartige Figur. Ich finde ihn tatsächlich, kommen wir gleich drauf. So, hier ist er. Hordak. Schaut euch das an. Großartig. Der Vintage Hordak hatte hier nochmal so dunkel bemalt. Ja, da sah das noch so ein bisschen düsterer aus, aber hey. Es ist Wahnsinn. Und das Schöne ist, der Mund
Beim Vintage Waterk, also da, wo die Zähne sind, da geht es jetzt unter den Zähnen, geht es nochmal tiefer rein. Und die, bei den Augen ist es auch so. Er ist dreidimensionaler vom Gesicht. Großartig gemacht. Ich finde es toll. Wie gesagt, die Bemalung hätte man an der einen oder anderen Stelle einfach noch ein bisschen erweitern können. Aber er sieht super aus. Ich bin total begeistert. Tolle Figur. Da darf man gar nichts sagen. Auch das Brustsymbol, ja, das Vordergsymbol, super schön bemalt. Das ist übrigens nicht gesculptet, sondern das ist ein, guck mal, das könnt ihr ja bewegen, das ist ein richtiger Armreif. Großartig, auch die Bemalung an den Boots. Super. Hinten hat er auch sein Horde-Symbol mit drauf, unbemalt. Der Red Rip Swordak hatte ja hier seine Rippen, die sind auch hier stilisiert bemalt und hier hinten in der Vintage Line. Vielleicht kommt der auch noch. Hammergeniale Figur. So, kommen wir zu den Waffen. Tja, seine klassische Armbrust in Schneeweiß. Ich weiß gar nicht, ob wir das, guck mal, das, warte mal, so, das weg, zack, getarnt, fast. in Schneeweiß, ich weiß gar nicht, ob wir das so, naja, doch geht. Aber guck mal, man kriegt das Gesicht, es ist so weiß hier. Sehr gut, klassische Funktion, man schiebt es nach hinten und dann rastet es ein und dann funktioniert. Einfach und gut. Super. Schön gemacht. Schön gemacht. Hat hier ein bisschen Dings noch drin, ein bisschen Details hier hinten. Der Kopf ist cool gemacht. Passt. So, und dann kommen wir zum, ja, zu dem Fledermaus-Umhänger. Ja, da muss ich nichts zu sagen, oder? Guckt euch mal. Der ist super schön gearbeitet. Der sieht klasse aus. Und er hat sogar... Ah, nee. Hat so ein bisschen ausgesehen, wie wenn er in den Augen noch so ein bisschen Glanz hat. Aber das ist nicht so. Guck mal, wie der aussieht. Großartig. Gefällt mir. Gucken wir mal, ob wir den da dran machen können, oder? Der geht ganz schön schwer durch. Ist alles so ein bisschen gummimäßiger. Ich habe hier nebendran habe ich eine Baustelle, ne? Da decken die gerade das Dach. Die denken auch, was macht der alte Sack da mit den, mit den Figuren? Herrlich. Na, es geht nicht durch, ey. Das ist aber, es ist schon ordentlich stabil. Aha, jetzt haben wir es. So, boah, sieht super aus. Großartig. 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 Komm, wir bringen den mal ganz kurz noch in eine Rennpose. Mal gucken, ob wir das jetzt schnell hinkriegen. So. So. Natürlich mit Umhang habe ich jetzt, ach doch, den Scarecrow habe ich auch schon mal in eine Rennpose gepackt. So, jetzt muss ich nur umdrehen. So, guck mal. Da rennt er. Geht alles. Super. Also, tolle Figur. Großartig. Also, Wahnsinn. Super cool. Hordak. Grandios. Ich mache euch das mal wieder weg, dass es jetzt nicht da runterfällt. Ich finde den super. Ich finde den klasse gearbeitet. Bei den Origins ist es so, das muss ich mal noch sagen, weil man sieht es hier jetzt wahrscheinlich auch bald. Die sind relativ dünn bemalt. Also das hat man beim Glam Champ auch gesehen, das Silber auf seiner Rüstung und so. Die sind relativ dünn bemalt. Das heißt, ihr müsst davon ausgehen, wenn ihr das euren Kindern gebt und die ein paar Mal da drüber rubbeln, dann geht die Farbe halt auch weg. Das könnte man wahrscheinlich ein bisschen besser lösen bei Mattel. Aber im Großen und Ganzen ist es halt, ja, hatten wir damals ja auch, sind wir mal ganz ehrlich. Großartige Figur, ich bin total begeistert. Super cool, oder? Guck dir mal, Hordak, oder? Finde ich klasse. So, meine Lieben, jetzt muss ich nochmal ganz kurz einen Schluck trinken.
Und jetzt kommen wir tatsächlich auch schon zum Ninja. Zwei Ninjas. Da muss ich mich jetzt mal ein bisschen genauer hingucken hier, weil Ninja ist erstmal, die Karten sind beide okay. Sind super perfekte Karten tatsächlich. Ich glaube, der hier gefällt mir besser. Der sieht ein bisschen... Was meint ihr? Schwer, gell? Moment. Ja, komm, der guckt so ein bisschen... Der guckt so ein bisschen tiefer runter, so. Finde ich. Ja, ich behalte den. Ja. Genau. So, da beide Karten wirklich perfekt sind, kann ich euch den auch zeigen, den wir aufpacken. Ninja. Klassische Karte. Ich finde, das Design ist einfach großartig, ja. Da steht da drin, der Kollege. Den packen wir aus. Fantastisch. Ja, kommen wir zur Rückseite. Also da gibt es natürlich nicht viel zu sagen. Ninja, Mattel-Logo. Kennt ihr ja auch schon alles von den anderen Reviews. Kommen wir zum Artwork. Auch hier wieder ein großartiges Artwork. Ja, das ist bei mir mit dem Spiegel. Das ist bei mir halt immer so. Jetzt haben wir es. Ninja greift King Randor an. Und Clamchamp kommt zu Hilfe. Wir kennen das Artwork von Clamchamp, wo er Ninja dann so packt. Super cool. Der Dämonen-Ninja-Kämpfer. Mit dem Pfeil. Und hier oben sehen wir ja irgendwelche Drachen. Also hier gibt es auch viel zu entdecken. Super tolles Artwork. Wir haben die Action-Features mit dabei. Also seine Waffen. Es ist ja wirklich eine Figur mit vielen Waffen. Die Bewegungspunkte, Cross-Sell-Art, Verbraucherhinweise und so weiter. Großartige Figur. Ich finde den fantastischen Blister. Sieht gut aus. Packen wir auf. Gleiches Spiel. Aufmachen. Ne? So, ziehe ich auch mal so, dass ihr das mal seht. Das trennt sich gerade so ab. Dann holen wir Le Kubik raus. Und dann holen wir die Figur raus. Guck mal, ich habe das echt nicht weit aufgemacht. Ne? Aber das reicht. Na gut, das geht noch ein bisschen weiter auf, um die Figur dann rauszuholen. Also da braucht ihr echt nicht viel machen. So ist er drin. Da sind die Waffen. Die gehen zu unserem Waffenauspackmeister. Und dann schneiden wir hier den Gummi durch. Und hier schneiden wir auch nochmal einen Gummi durch. So. Dann holen wir ihn raus. Bei Ninja können keine Finger verbiegen, weil er hat zwei Griffhände und nur noch einen Arm. Zum Glück passiert da nichts. Könnt ihr wieder reinstecken. Mix und Match. Zack, schon ist er repariert. Fantastisch, oder? So, das packen wir wieder zurück. Und das Comic packen wir auch wieder rein. Ja, super. Und wenn das Comic drin ist, dann machen wir das zu. Et voilà. Fantastisch. Besser geht nicht. So, kommen wir zum Ninja. Großartige Figur. Also ich habe es ja schon in anderen Reviews gesehen. Und das Coole ist, diese Weste, die fässt sich so ein bisschen an, wie wenn es Stoff wäre. Es ist ja kein Stoff. Der ist der Hammer. Also das ist definitiv eines der Highlights dieser Wave. Groß, der fühlt sich so gut an. Du kannst diese Weste, trotz des Keimstoffes, trotzdem so in diesen Einbuchtungen so ein bisschen reindrücken. Grandios. Das Farbschema finde ich einfach super genial. Guckt euch mal an, wie der aussieht. Wahnsinnig gut. Hier hinten hat er die Aufnahmen für seine Waffen. Hier hat er den Bändel von seinem Gürtel, den man ja früher beim alten Ninja machen kann. Ich habe mir einen Ninja aus Amerika zukommen lassen. Der hat irgendwie 180 Euro gekostet. Mint. Hat sich gelohnt. Viele von euch, habe ich gehört, die schimpfen so ein bisschen drauf, dass er keine abnehmbare Mütze hat. Ich brauche das nicht. Ganz ehrlich. Ich finde den so klasse. Ich brauche das wirklich nicht. Also ich finde den perfekt, so wie er ist. Und das gefällt mir richtig gut. Ich muss dem nicht die Mütze abnehmen. Ich brauchte auch keinen Wechselkopf dafür.
tatsächlich bräunlich. Ich finde ihn klasse. Der sieht so genial aus. Kommen wir zu den Waffen. Natürlich hat er sein Katana mit dabei. Und das finde ich sehr cool. Moment. Es ist halt eine Farbe. Das ist halt so ein bisschen Origins-like. Man hat hier die Bänder am Griff und man hat die Blutrinne. Also das hier. Ne? Das ist eine Blutrinne, damit das Blut ablaufen kann. Schön gemacht. Nichts Besonderes. Ja, also es ist jetzt nicht extrem hochwertig oder so. Wir haben seinen Bogen dabei. Das könnte tatsächlich auch wieder ein Hinweis sein auf Eternia, weil es ist nämlich auch der Eternia-Bogen. Ist schön gearbeitet. Super. Pfeil liegt drin. Man hat hier den Pfeil, man hat die Sehnen, man hat das Fernrohr hier, also zum Durchgucken. Hier ist der Pfeil. Ja, das ist der Halter, damit du es eben anziehen kannst gleich. Und wir haben die Nunchakus. Die sind echt cool gearbeitet und sie haben auch eine echte Kette. Mal gucken, ob wir die... Das Wackelteil ist halt schwierig. So. Hier auch diese ja, da wo die Ketten drin stecken. Finde ich gut. Ich hätte es mir aber tatsächlich gewünscht, dass das vielleicht eine echte Metallkette ist. Ich glaube, wenn da hart mitgespielt wird, es gibt ja so ein paar Rambo-Kinder oder sowas, ja, die einfach nicht achtsam mit ihren Sachen umgehen. Und es gibt auch Erwachsene, die irgendwelche Gelenke da rausreißen und brechen, weil sie drücken wie so ein Stier. Also es wäre schon cool gewesen, wenn es eine echte Kette gewesen wäre, so wie es früher war. Aber es ist auch nicht tragisch. Die fühlen sich trotzdem sehr gut an, muss ich echt sagen. Ja, die ganzen Sachen könnt ihr ihm da hinten auch reinmachen. So, entweder hier, das Nunchaku kann man hier so reinmachen. Sieht cool aus. Den Bogen könnt ihr auch hier hinten reinmachen. So. Ich habe zwar letztens ein Video gesehen, wo einer gesagt hat, da passt das auch noch rein. Das passt definitiv da nicht rein. Also tut mir leid, das ist schon ausgefüllt. Du kannst es sicherlich mit Gewalt da durchbiegen, aber nee. Lass das mal. Macht keinen Sinn. Da musst du ihm das Ding halt irgendwie in die Hand geben. Also, das ja, kriegst du schon dadurch, aber du merkst, du musst so viel drücken, das macht keinen Sinn. Oder du machst ihm halt das Katana hinten rein, sieht auch cool aus. Und hängst ihm tatsächlich den Bogen, so wie wir es früher gemacht haben, einfach um die Schulter. So, kann er spazieren gehen und einkaufen. Ja? Ich finde, das ist eine sehr schöne Figur und ich bin super, super happy damit. Ich finde, der Ninjo ist wirklich richtig, richtig gut geworden. Und kriege ich den? Ne, das unten ist nur fürs Nunchaku tatsächlich. Ich finde es cool. Wo sind die anderen zwei? Gib mir mal die anderen zwei Figuren noch her. Also, super coole Figur. Der kann halt sein ganzes Gepäck halt auch mitnehmen. Das finde ich, das haben die so gut gelöst von Mattel. Ich finde das großartig genial. Tja, meine Lieben, was haben wir gehabt heute? Wir sind schon wieder durch. Wir haben Moto Origins Hordak, Moto Origins Ninja, Moto Origins Stratos. Wir haben Mondo Puzzle 1 und Mondo Puzzle 2. Das nenne ich doch mal... So, jetzt ist es irgendwie in der Mitte. Warte mal. Das nenne ich doch mal eine Ausbeute. Oder? Ich finde es klasse. Viel Zeug ist heute angekommen. Es ist tolles Zeug. Ich bin mit jeder Figur zufrieden. Ich bin gespannt, das mit dem Puzzle. Ich finde es klasse, dass hier die Poster mit dabei sind. Super genialer Fanservice. Cool. Nicht besonders, aber richtig cool. Super genial umgesetzt. Hordak, großartig. Ich finde es cool, dass er etwas dunkler wirkt, ja, bis aufs Gesicht. Genial. Das mit dem, super. Grandios. Gut gemacht. Ninja, ohne Frage. Seid ihr begeistert, Mills? Ja. Ich bin auch begeistert. Meine Lieben, schreibt mir was dazu, zu den Puzzlen, schreibt mir zu den Figuren. Schreibt mir zu den Mocs, die ich behalte. Ja, findet ihr die Mocs gut? Ja,
Ich freue mich auf den Austausch, ja. Ich freue mich über euren Daumen nach oben. Ganz, 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 ganz arg. Und ja, lasst uns bitte weiter so machen. Ihr seid eine tolle Community und es ist einfach so schön. Ich mag es nochmal sagen, danke für diese wundervollen Kommentare. Ihr seid immer toll in den Kommentaren. Aber bei dem Vintage Spider auspacken, das war echt grandios. Das hat mir so viel Freude bereitet, das zu lesen. Ja, das berührt mich auch tatsächlich sehr. Und ich freue mich jetzt wieder auf eine tolle Diskussionsrunde hier bei YouTube oder bei Facebook oder bei Instagram, wo auch immer ihr mich findet. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Danke für die Zeit. Wir haben jetzt schon wieder eine Dreiviertelstunde hinter uns gebracht. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und tja, was soll ich sagen, meine Lieben? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, habe ich schon mal gesagt. Ja, das war es eigentlich schon wieder von uns. Oder habt ihr noch was? Nee, das war's. Meine Lieben, ich kann nur sagen, bleibt gesund und vor allem bleibt anständig. Ich hoffe, ihr guckt euch das Video vielleicht nochmal an, heute oder wann auch immer. Danke, ich bin der Tobi, euer Motu-Dad und das sind meine fantastischen Töchter. Tschüss! Wir sind raus. Tschüss und jetzt gucken wir mal, ob unser Internet wieder geht und ich weiterarbeiten kann. Tschüss!